Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich war das nicht immer und überall gewohnt. Es tut mir leid, dass mir mein Dialekt immer noch anhört. Ich glaube aber, dass das soweit verständlich ist, selbst für so Exoten wie Toso. Alles klar. Ja, ich habe gerade schon gehört, ihr seid extrem fleißig gewesen heute und ich bin hergekommen, weil ich mich bei euch bedanken wollte. Ich will mich bei euch dafür bedanken, dass ihr da seid. Man könnte an einem Samstag sicherlich auch andere Dinge tun. Im Augenblick laufen Fußballspiele, die den einen oder anderen vielleicht sogar interessieren würden. Aber ihr seid hier gewesen, ihr seid hier den ganzen Tag, habt euch durch Programmanträge gewühlt, habt über Themen diskutiert, die uns als Partei voranbringen. Und ihr gebt nicht auf. Und das ist der Grund, warum ich mich bei euch bedanken will. Ich bin 2009 zu den Piraten gekommen, weil ich meinen Kindern eine Welt hinterlassen möchte, in der sie keine Angst haben müssen, dass alles, was sie tun, alles, was sie sagen und im Grunde auch alles, was sie irgendwie überlegen, irgendwo registriert, verwaltet, in irgendwelchen Datenbanken gespeichert wird und am Ende gegen sie verwendet oder ausgewertet wird. Eine solche Welt wollte ich damals nicht haben, weil ich Angst davor hatte, dass irgendwann mal Leute Regierungen in Deutschland bilden könnten, die mit diesen Daten nicht so umgehen, wie wir uns das wünschen. Und wir alle wissen, dass gespeicherte Daten irgendwann auch verwendet werden. Das ist, wie gesagt, inzwischen 9 Jahre her, ist also eine ganze Menge Zeit vergangen und ich habe so das Problem, dass sich meine Befürchtungen von damals gerade irgendwie bewahrheiten. Wenn man sich anschaut, in Österreich ist ein Rechtspopulist als Bundespräsident, heißt er dort auch Bundespräsident, ich glaube ja, mal gerade an ein paar tausend Stimmen gescheitert. Das heißt, Österreich wählt im Zweifel rechts. Wir leben hier in einem Land, in dem Leute, die mit der NPD zusammenarbeiten, die braune Gesinnung von sich geben, dass einem schlecht wird beim Zuhören, in einzelnen Landeswahlgängen 20% und mehr bekommen. Wir driften auf eine Gesellschaft, auf eine Welt zu, in der rechtes Gedankengut, und rechtes Gedankengut ist für mich das Ablehnen von allem, was bunt ist, von allem, was anders ist, von allem, was woanders herkommt, was von allem, was in meinen Augen lebenswert und zukunftsträchtig ist. Und solche Leute bekommen langsam Mehrheiten. Und sie werden diese Daten nutzen. Sie werden die Möglichkeiten, die ihnen die Digitalisierung bietet, definitiv einsetzen. Das sieht man ja jetzt schon daran, wie erfolgreich sie durchaus beispielsweise Facebook benutzen, um Anhänger zu suchen. Also die sind da nicht irgendwie ungeschickt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir weiterkämpfen. Wir müssen weiter dafür kämpfen, dass wir eine Möglichkeit haben, privat zu kommunizieren. Ich glaube, hier in NRW war das, oder ihr habt das mit angestoßen, die Fraktion in Schleswig-Holstein. Gestern hat der Bundestag beschlossen, dass wir ab sofort einen Personalausweis oder Reisepass vorlegen müssen, um eine fucking GSM-Karte, also eine Telefonkarte zu kriegen. Das heißt, die wollen wissen, wer wir sind, wenn wir telefonieren. Das ist widerlich. Und ich finde es großartig, wenn sich Piraten hinstellen und sagen, hey, wir haben hier Prepaid-Mobilfunkkarten, die kannst du haben, dann kannst du wieder anonym telefonieren. Das ist der zivile Widerstand, der zivile Ungehorsam, der uns an der Stelle weiterhilft. Wir müssen uns nicht immer einig sein. Wir müssen politisch nicht immer die gleiche Vorstellung von jedem Thema haben. Es wäre auch verdammt langweilig, wenn ihr immer genau das tun würdet, was ich mir gerade überlege. Aber wir müssen dringend gemeinsam weiterkämpfen. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir bei weiteren Wahlgängen da sind, dass wir wählbar sind, dass die Leute uns ihre Stimme geben können. Und zwar ganz einfach aus einem einzigen überzeugenden Grund.
Jede Stimme, die die Piratenpartei irgendwo bekommt, bekommt kein rechtes Gesocks. Und das ist es wert. Und unter dem Gesichtspunkt und unter dem Aspekt bin ich auch bereit, Themen und Inhalte mitzutragen, von denen ich sage, naja, die hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das hatten wir in der Vergangenheit und das werden wir auch in der Zukunft haben. Aber gemeinsam, nur gemeinsam haben wir eine realistische Chance, auch in Zukunft wahrgenommen zu werden. Ihr habt hier eine großartige Fraktion, die wirklich gute Arbeit macht. Da geht auch manchmal was schief, keine Frage, aber im Großen und Ganzen läuft es wirklich gut. Und das sind die Highlights, die wir brauchen, um auch in Zukunft erfolgreich Politik zu machen. Und diese Fraktion, die hat in der Vergangenheit auch zu politischen Themen Position bezogen, wo ich in der einen oder anderen Position vielleicht gesagt hätte, nee, das hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Aber so what? Sie haben dafür gesorgt, dass wir als Piraten wahrgenommen werden. Sie haben dafür gesorgt, dass wir noch da sind und dass wir eine realistische Chance haben, dass wir auch da bleiben. Und dafür danke bei euch. So, es ist 20.09 Uhr. Ich wurde angekündigt als Bonbon aus Bayern, oder? Habe ich das richtig gelesen auf Twitter? Danke. Kann weg, der Typ. Nein, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ich noch ein paar Minuten davon haben konnte. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Morgen noch einen erfolgreichen Parteitag. Und wir sehen uns mit Sicherheit bei der einen oder anderen Veranstaltung demnächst. Tschüss.